Komm her! Oh. Ja? Ja! Herzlich willkommen zu Unspielbar, dem Format, was die eine Hälfte liebt und die andere Hälfte, naja, hasst. Unspielbar. Esther, wie geht's dir? Hallo, mir geht's super. Super. Ja. Ist richtig viel Vorfreude schon den ganzen Tag, ne? Ja, mega. Sehr gut. Hast du irgendwelche Vorstellungen schon? Hast du schon Verdächte geschöpft oder so? Gar nicht. Ich hatte durch Zufall gesehen, dass du Simpsons Hit and Run bestellt hast. Aber das war wohl nicht hierfür. Das für was anderes. Tja. Ja, ich würde sagen, dann gucken wir doch einfach mal rein und schauen, was du zu dem Pick sagst. Okay. Die Mega Man-Reihe ist generell für ihren unerbittlichen Schwierigkeitsgrad bekannt. Die knallharten Level zu spielen macht aber natürlich nur so lange Spaß, solange sie auch fair designt sind. Was beim ersten Mega Man mal so gar nicht der Fall ist. Esther bekommt das heute zu spüren, wenn sie die erste der Dr. Wily Stages spielen muss. Bei dieser erwarten sie unvorhersehbare Gegner, pixelgenaue Sprünge, Instant-Kill-Stacheln und am Ende der berühmt-berüchtigte Yellow Devil. Auf dem Weg zu ihm gibt es zwar auch Checkpoints, doch die kann Esther nur dann zum Wiedereinstieg nutzen, solange sie extra Leben besitzt. Sind alle Leben futsch, heißt es also nochmal von vorne. Tja, so war das damals eben. Wir hatten ja nichts. Hab ich noch nie gespielt, kein Plan. Gar keine Ahnung? Also ja, ich kenn's, aber ich hab's tatsächlich nie gespielt. Na gut. Ready? Ready. Okay. Muss ich erstmal ein bisschen reinkommen, was? Ja, komm erstmal rein. Ah. Da springst du, sehr gut. Okay, springen, schießen. Mehr brauchst du nicht. Springen, schießen, alles da. Ah, okay, hiermit kann ich. Hab ich unendlich Schuss? Ja. Kann ich den nicht platt machen? Doch, kannst du. Ah, sehr gut. Ich lasse ihn jetzt einfach. Na, dann kommt dein Bruder halt. Geh weg. Ah, oh! Ja, der macht auch nur ganz wenig Schaden. Ja, habe ich gesehen. Fast die Hälfte weg. Drittel oder so. Ja, aber keine Sorge, der Dritte macht das bestimmt besser. Okay, das war dumm. Ich gehe jetzt einfach an den vorbei. Ja, guck mal, sehr gut. Der erste Teil ist schon mal geschafft. So, das muss ich dir jetzt erklären, wenn du einmal Pause drückst. Da findest du die anderen Schüsse, die anderen Waffen. Ah. Und für dieses Hindernis brauchst du den G-Schuss, den Gutsman-Schuss. Den. Genau. Jetzt wieder Start. Und damit kannst du diese Blöcke quasi nehmen und wegwerfen. Stark. Cool. Ja, guck mal, es läuft doch. Ja. Sehr gut. Okay. Ja. Ja, oh. Kann ich mich heilen? Nee, ne? Wenn du Gegner tötest, dann können die Energie droppen, die dich heilen könnte. Wie? Aber die jetzt ehrlich gesagt nicht. Brauche ich für den eine andere Waffe oder so? Nee, der hält einfach nur einiges aus. Also du kannst natürlich auch die anderen Waffen nutzen, so, aber das ist, der hält einiges aus. Mann, wann macht der denn klein und wann macht der große? Ja, okay. Ist halt RNG. Das mögen wir alle bei Videospielen. Groß, groß, klein, groß, groß. Okay, keine Ahnung, ob da ein Muster dahinter ist. Sehr gut, sehr gut. Oh, so, die Feuerwalzen, ja. Die machen wenigstens nicht ganz so viel Schaden wie die von gerade. Ja? Die Feuerwalzen machen wenigstens nicht ganz so viel Schaden wie die Big Boys. Wie komme ich denn? Ich komme ja noch nicht mehr da hoch. Na, das ist schon, du musst einfach hochhüpfen. Ja, guck, siehst du? Ja. Ah, da war dein C leider über die Kante. Jetzt gleich hast du zwei, ne? Also. Oh. Ah. Okay, ja, vergiss es. Ja, manchmal ist es wirklich besser, einfach zu laufen. Sehr gut, sehr gut. Das stark. Das war dein erstes Mal. Das war das erste Mal Game Over. Sehr gut. Ich gehe jetzt auf Continue dann. Ja, du darfst Continue machen. Oh. Fast, ja. Fast, ja. Schade. Also ich bin echt froh, dass letztens Jasper hier die Retro-Kiste eröffnet hat. Für Unspielbar. Dass solche Perlen wie Mega Man 1 jetzt wunderbar legitim sind, hier zu spielen. Mit all den Mann! Glitches und Bugs und Mann! Respawnenden Gegnern.
Und ich mag das auch, wie die Sprites hier verschwinden teilweise, weil zu viele auf dem Bild sind. Oh, du. Ach, das ist. Kleiner. Ja, Full Disclosure, das war nicht meine Idee. Bald geschafft. Ja, war klar. Kann man, die halten allerdings ein bisschen was aus. Das war's. Oh. Ja. Esther, du kannst ja mal die Waffen mal angucken, die du noch hast. Ach, jetzt ist ja, kommen ja schon die Tipps. Also du kannst sie gerne ausprobieren, das ist so. Der wird später noch wichtig. Cool. Interessiert ihn auch nicht. Ich gucke jetzt einfach. Gibt der überhaupt Feedback? Du Pisser. Ja, das wäre jetzt was, was ich natürlich wesentlich später erstmal bereiten. Aber ja, ja, mit dem Eisschuss kann man sie einfrieren. Stark! So, guck mal. Erster Screen geschafft, let's go! Das so, guck, und da oben, das ist Energie. Das ist Lebensenergie. Ah, okay. Gut. Scheiß auf Energie. Brauche ich nicht. Oh mein Gott! Ja, Begrüßung ist gut. Die fallen da runter! Sie fallen da runter. Das ist so assi. Stark. Guck mal. Oh, lucky. Geil. Okay. Wie? Okay. Lohnt sich nicht. Aber. Funktioniert vor allen Dingen auch nicht so richtig, weil während der Magnetschuss da ist, kann sie nicht den Katzmann-Schuss auswählen. Was flüsterst du da? Bitte? Was flüsterst du da? Ach, ich lass dich lieber selber rausfinden. Das ist. Es ist so janky. Oh, ist leer. Das ist korrekt. Das brauchst du okay. Später noch. Mann! Was mach ich jetzt? Tja. Ja, was machst du denn da jetzt, Esther? Mhm. Aber ich komme da nicht hoch. Das geht auch, ja. Dann nicht. Beuten. Damit hättest du jetzt die andere Waffe auch aufladen können. Das war jetzt das andere. Aber ich wusste nicht, was das ist. Ja, richtig. Okay, den Block einfach zweimal. Das war die Schussenergie quasi. Und wenn ich mich nicht irre, ist das hier dein erster Checkpoint. Natürlich. Und kaputt. Ah, dein C könnte. Oh. Oh Gott, das wird Nervenkitzel. Ich muss doch gerade warten. Wirst du angefeuert oder? Ich habe eventuell einen Tipp bekommen. Ach was? Hier werden von außen Tipps reingereicht? Okay, ich probiere mal was, das habe ich mir gerade ausgedacht. Ah! Ja, vor allen Dingen hilft dir das da nicht viel. Cool. Aber ja, das wäre jetzt auch der nächste Tipp gewesen, den ich dir übrigens gegeben hätte. Und dann. Ja, exakt. Ist ein guter Tipp, ne? Ach so, ich kann aber. Nee. Ja, hier. Gerade nicht so, ne? Bringt dir an dem Sprung in der Tat nicht viel. Oh, fick. Aber hier kann ich. Genau.
Und jetzt schaffst du den Sprung auch, Anhieb. Da warst du gar nicht gebraucht. Ja, wenn ich die Ruhe hab, kriege ich den hin. Ja, ich merk's. Okay, jetzt pass mal auf. Jetzt mach ich das hier. Mhm. Ist schon gut, wenn sie das schon mal trainiert mit dem Magnetschuss. So. Bam. Das ist jetzt aber Leben, ne? Das ist Lebensenergie, genau. Da. Nice. Sehr gut. Surprise, Motherfucker! Ah! Ja, das. Oh Gott, der kommt übrigens nochmal. Ah! Also. Oh. Ja, da ist dann die Frage, ob sich okay. das wirklich lohnt, die Energie zu holen. Ah! Oh. Meine Güte. Ja, das hat sich jetzt nicht gelohnt. Nicht so sehr, nee. Nee. Kann ich die kaputt machen? Die kannst du kaputt machen. Die brauchen sogar nur einen Schuss, aber explodieren ein bisschen. Okay, okay. Und sie kommen immer auf die Höhe, wo sie steht. Oh, die geht ja voll weit, die explodiert. Oh, jetzt kommen wieder die Arschgeigen. Okay. Nein! Das ist, ja. Ich wechsle jetzt schon die Waffe, damit ich das gleich an der Leiter nicht mache. Smart. Denk so. Dran, die Waffe zu wechseln, wenn du sie wechseln möchtest. Ja, möchte ich. Ja, guck mal. Jetzt, so. Jetzt wird langsam ein Schuh raus. Oh. Ich tu mein Bestes! Sehr gut. Okay. Checkpoint. Und noch ein Leben. Boah. Vorsicht! Ah! Also, falls es dir noch nicht aufgefallen ist, die spawnen immer auf deiner Höhe. Ja, doch, ist mir aufgefallen. Checkpoint. Also du kannst hüpfen. Ach was. Mann, ich war so stolz auf mich. Ich habe heute noch einen Zug zu erwischen, ne? Aber gut. Ich übernehme sonst. So, sehr gut. Im Zweifel springt Felix ein, finde ich gut. Oh Gott, dieser Sprung ist so scheiße, ey. Schade. Er fällt einfach runter. So, scheiß auf die Kackenergie. Aber ich gehe trotzdem von oben. Ja, ist eine gute Entscheidung, glaube ich. So, jetzt hier ein kurzer Tipp, warte mal kurz. Wenn du da jetzt raufkommst, diese Hüpfdinger haben zwei verschiedene Hüpfer. Entweder springen die hoch oder weit, so wie die Big Boys am Anfang. Ja? Wenn der den weiten Sprung macht, dann landet er auf deinem Kopf. Wenn er den hohen Sprung macht, bleibt er vor der Leiter stehen. Das heißt, wenn du jetzt raufgehst und siehst, der macht den weiten Sprung, kletter wieder runter. Und kletter wieder rauf und guck, bis er den hohen Sprung macht. Okay. Da ist der Weite, der würde auf den Kopf landen. Immer noch. Das ist die True Mega Man Experience. Die 10-Stunden-Version davon. Da ist, guck, das war der hohe Sprung. Den willst du eigentlich sehen. Dann kannst du losgehen. Ja, jetzt kenne ich den Unterschied. Du musst natürlich trotzdem, also, es ist auch mehr so eine Richtlinie. Ich meine, die machen jetzt nicht so viel Schaden, der Checkpoint kommt bald, es hängt von deinem Energielevel ab, aber das ist, so kommst du da ganz gut durch, ohne getroffen zu werden. Okay, ja, danke für den Tipp. Aber jetzt bist du beim Checkpoint, guck, mit voller Lebensanzahl, das wird doch jetzt. Nee,
Aber ich finde es schön, dass du so optimistisch bist. Doch, das guck. Checkpoint. Ready? Warum? Ich... Checkpoint. Warum springst du nicht? Ready? Das Spiel ist nicht ready. Mhm. Eis. Ja. Oh. Ah! Puh. Okay. Ja, ja, klar. Ja. ich sag gleich, es ist vollkommen RNG, wo die sich hinbewegen, ob rauf oder runter. Ich habe da teilweise schon 5 Minuten gestanden und gewartet, dass er überhaupt auf die Höhe kommt, dass ich drauf hüpfen kann. Kann ich die einfrieren? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber sie, das bringt dir insofern nicht so viel, weil du schon nach links und rechts musst. Ja. Oh. Sehr gut, Vorsicht, Schüsse, ja. Oh. Ja, Vorsicht, die schießen, ja, sehr gut. Hallo. Und bevor die Frage kommt, ja, sie können dich auch an der Decke zerdrücken. Oh, cool. Theoretisch. Mega gut. Mega. Hallo. Mega Man. Hallo. Ja, machen wir es uns gemütlich. Es könnte eine Weile dauern. Das ist ja das Dümmste. Aber wenn du, sag mal, wenn du den Screen geschafft hast, Esther, ne? Ja. Dann ist es eigentlich fast schwer zu sterben vor der eigentlichen Aufgabe. Also dann hast du, das ist schon mal stark. Okay. Voll cool. Nein! So, die gehen mir auch tierisch auf den Piss. Checkpoint. Du kannst ruhig einen Tacken früher hüpfen. Also du, so weit kannst du schon hüpfen. Da musst du nicht in der letzten Sekunde abspringen. Aber abspringen solltest du. Nicht drauf? Kannst es, also wenn du das richtige Timing hast, kannst du es schon schaffen, aber so geht's noch besser. Oh Gott, oh, schade. Jetzt aber. Oh Gott. Mann, ich bin Checkpoint. Oh, sehr gut. Wie habe ich wie? Sehr gut. Ja, runterlaufen ist, du droppst direkt runter. Ja, ich hab's gemerkt. Ja, sehr gut. Oh Gott. Puh, okay, Progress. So. Jetzt kommt ein nerviger Part nach den ganzen Parts.
Ja, die vorher waren voll spaßig. Na, deswegen dachte ich mir. Aber jetzt, der ist ein bisschen nervig. Mal schauen, ob du selber drauf kommst, wie du es schaffst. Ja. Korrekt. Nee, echt? Leider ja. Erst war ein bisschen zu hoch. Ja, ich hab's gemerkt. Der könnte klappen. Ja, nächster. Und wieder von vorne. Die gehen ja wieder weg! Ja. Gehen? Die halten richtig lange. Aber ich kann zwei auf einmal, okay. Du kannst so viele machen, wie du möchtest, aber behalte deine Munition im Blick. Das war jetzt ungefähr die Hälfte. Mach mal, du musst sowieso trainieren, also. Sehr gut. Ah, das ist ein bisschen zu lang. Das werde ich nicht schaffen. Nein, oh, nein! So, jetzt, also die Munition wird nicht mehr ganz reichen. Deswegen, eigentlich hast du jetzt schon, da kommst du nicht wirklich weiter. Deswegen müsstest du jetzt einmal den Screen wieder zurückgehen. Wohin? Einmal runterklettern. Das da unten ist Munition. Die müsstest du einmal einsammeln. Ah, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, das Ganze noch mal. Nur ist ohne da Wand. Oben? Hat doch schon gut geklappt. Das kriegst du jetzt noch mal hin. Weiß ich nicht. Das war ein bisschen hoch. One step. Two step. Step und sehr gut. Stark, stark. Dort wäre dein zweiter Checkpoint. Da ist ein. Jetzt kommt erst die richtige Challenge. Da ist eine Falle. Wo ist eine Falle? Keine Ahnung. Das ist doch nicht einfach nur ein leerer Raum. Also das ist in der Tat einfach nur ein leerer Raum, weil das ist der Checkpoint-Raum. Weil der eigentliche unspielbare Part ist der nächste Screen. Aber jetzt bist du ja eingespielt, das sollte ja jetzt einfach machbar sein. Mhm. Oh nein. Was ist? Nein! Ich! Wie was? Checkpoint. Was passiert? Alles klar? So, das ist doch. Wieso? Und dann muss ich da jedes Mal hinspielen? Ich hab. Das ist mein letztes Leben. Gerade überdenkt, ist da ihre Lebensentscheidung. Also, ich würde dir direkt sagen: Der beste Schuss ist E. Der Elektroschuss. Hab ich mir schon was gedacht. Aber er macht's nicht viel einfacher. Also, erstmal muss ich ausweichen. Und dann schießt er einfach instant, sobald er zusammengebaut ist. Ja. Ja. Kommt ja noch. Klar. Ah! Ach komm. So, ah! Ja, so kannst du ihn leider nicht beschädigen. Hä, aber. Da ist das Auge! Ja, ey, Alter! Das Auge? Ja, das Auge. Du kannst den quasi. Das also, ist so drei Millisekunden. Er da. Macht ja kurz einmal das Auge auf, um auf dich zu schießen. Da kannst du auch auf ihn schießen. Danach musst du halt wieder warten, wenn er sich wieder zusammengebaut hat. Das ist drei Millisekunden da. Das ist bestimmt eine halbe Sekunde offen. Aber jetzt kannst du erstmal, also ich meine, das kannst du jetzt mal sacken lassen, weil du musst ja jetzt erstmal wieder dahin spielen. Aber eigentlich ist das Level ja auch gar nicht so lang. Nee, wenn man es hinbekommt. Ne? Ich glaube, das Schlimmste sind diese Fliegedinger unten.
Ja, das ist... Nee, wobei, ja, doch. Ja, warum mache ich das? Ah, ja, geh du nach oben. Oh. Oh. Nur kurz angetäuscht. Oh, 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 oh. Nein! Nein! Jawohl, guck mal. Oh, oh Jesus Christ. Ah. Ja, da warum bist du durchgefallen? Da bist du durchgeglitscht, ja. Oh! Ja, ist noch nicht, aber doch. Ja, sehr gut. Oh. Oh. Ja, also du kannst schon hüpfen, auch wenn du auf den bist. Ja, ja. And we're back. Komm her! Oh. Ja, ja! Ah. Nein! Ach komm, die war weg! Nein, ich hab die Taste gedrückt! Ja. I pressed it, sir! I pressed the button! Runter. Runter! Ich kann halt auch nicht ausweichen! Ja, guck mal, läuft doch. Nein! Läuft doch, guck mal, nicht einmal getroffen worden. Das ist gut. Rutschi. Sehr gut, komm, jetzt hast du es. Mit voller Lebensanzahl. Das schaffst du. Das war zu hoch. Ah, nee. Boah, sehr gut. Easy. Sehr gut, guck mal, jetzt geht's ab hier. Ich will das nicht. Also das Pattern ist immer gleich. Ja, das kann ich mir aber nicht merken. Das ist schade. Der besteht ja aus 20 Teilen oder so, keine Ahnung. 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, und ja, einmal getroffen, sehr gut, guck mal. Weiter so. Ich muss nur dahinter. Oh, okay. Nicht so nah ran. Ja. Checkpoint. Okay, drück mal ganz kurz Minus, bitte. Und mach mal Spiel speichern. Kommen wir vielleicht drauf zurück. Das hättest du nicht sagen können, als ich noch ein Leben mehr hatte, oder? Das ist ja egal. Ob du mit einem Leben neu startest da oder mit zwei Leben neu startest, du hast ja den Versuch. Du hattest halt nicht volle Energie, deswegen wollte ich lieber den Speicherpunkt mit voller Energie machen. Ah. Aber ich weiß noch nicht, wann wir dazu rübergehen, dass du das Level nicht mehr machen musst. Ja, klar, das entscheidest natürlich du. Womit Esther recht behalten sollte. Erst nach 8 weiteren, schmerzvollen Versuchen ließ König Matthias Gnade walten und gewährte ihr die Nutzung des manuellen Checkpoints. Also gehe ich... Ja, mach das mal. Zu früh! Das Nein! war leider daneben. Ja. Okay. Der fünfte ist der schwierigste, weil der so ein bisschen verzögert kommt. Deswegen, da merkst du auch immer, dass sie ungeduldig schon hochhüpft. Der. Und dann immer ins Gesicht. Warum springe ich da rein? Das ist die Lernkurve, da muss sie durch. Der vierte, der auf deiner Höhe kommt, das ist der Doppelte. Ist doch ganz einfach. Guck, eins, das ist der erste, zwei, drei. Und jetzt kommt der Doppelte. Ja, hat super funktioniert. Ja, du musst schon nach vorne springen. Es reicht nicht, einfach nur nach oben zu springen bei dem Doppelten. Was? Ich habe gar keinen Platz, um hier irgendwo nach vorne zu springen. Das geht. Ja. Das ist nicht einfach, aber es geht. Siehst du, das hätte funktioniert. Ja, scheiß Kack. Der Doppelte. Ja. Und nein. Das ist eins zu ein bisschen früh. Eins zu früh. Genau, aber ja, guck mal. Der Verzögerte und der Letzte. Nice! Und der Erste. Na! Der Dritte, der Doppelte, der Verzögerte und der Letzte. Oh! Yes! Jetzt bist du drin! Du hast mehr Leben als er! Das ist der
Stark. Nice. Ah! Schade, schade. Fuck. Alles drin, nächster Versuch. Diese Kackfaust, wenn. Kacke, ja, jetzt. Ah, das. Das war gut. Das hast du gleich. Diese scheiß Faust. Wie soll ich das denn sonst machen? Vielleicht probierst du wirklich da mal nur einen kleinen Hüpfer zu machen, dass du wirklich nur über die Kugel hüpfst und so schnell ein. Wieder unten bist. So ein? Ja. Dass die Faust über dich wegfliegt danach. Genau, dass du quasi direkt hinter der Kugel wieder bist, dass die Faust einfach drüber wegfliegt. So ein. Genau, das reicht ja schon. Dann kommt, du musst halt nur das richtige Timing haben. Und ich glaube, das Timing ist letztendlich das gleiche, weil es recht spät sein muss. Aber du musst dann nicht noch irgendwie so hochspringen. Gut. Genau so. Oh! Let's go. Oh! Jetzt geht's. Nein! Jetzt haben wir's. Du hast die Treffer gut. Ist alles gut. Du machst das. Richtig stark. Es war aber der Tipp mit dem kurzen Sprung. Der kurze Sprung war es, das ja, kleine Ding. Ja, der war's. Guck mal, 100.000 Punkte kriegst du dafür. Boah, das ist mir so egal. Ha, wie fühlst du dich? Matsch. Einfach nur Matsch. Aber ich bin froh, dass ich es noch geschafft habe. Ich dachte echt, ich muss jetzt aufgeben, weil du los musst. Da wäre ich echt unzufrieden gewesen. Ich habe nie an dir gezweifelt. Was macht der Puls? Ich habe ordentlich Puls tatsächlich gerade. Das war so, als mir klar wurde, okay, ich bin jetzt dreimal nicht getroffen worden, aber ich habe ihn dreimal getroffen oder so, dachte ich, habe ich direkt Puls bekommen. Das, du hast es richtig gut gemacht, das war ey, richtig stark. Danke. Alles top, kannst stolz sein. Das war aber auch ein guter Pick, Felix. Woo! Woo! Ich habe es geschafft, ich habe richtig Puls, ich bin super Matsch in der Birne, ich bin ein bisschen am Zittern sogar. Aber ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist. Ich bin Matsch. Wenn ihr sehen wollt, wie noch andere zu Matsch gemacht werden, schaut euch doch hier unsere anderen Videos an. Da ist bestimmt ein Spiel dabei. Die sind eigentlich immer ganz witzig für die Leute, die nicht hier sitzen. Und ansonsten gebt uns ein Like, bitte. Ich habe es auch ein bisschen verdient, dass dieses Video ein Like bekommt. Ein Kommentar wäre auch lieb und Glocke bimmeln und so. Ihr wisst, wie es geht. Tschüss.